Also etwas ganz Neues ist das Buch nicht. So, was es macht, ist, dass es die bisher bekannten Dinge, und das sind eine Menge, in einen neuen Zusammenhang stellt. Und zwar in den Zusammenhang, dass Führen nicht isoliert zu betrachten ist, beispielsweise, sondern dass es im Zusammenhang mit den Folgen zu sehen ist. Und dass Folgen wiederum genauso eine Entscheidung ist oder eine wichtige, ein wichtiger Aspekt des Ganzen ist wie das Führen selbst. Und das wird ganz häufig vernachlässigt. Es gibt Führungstheorien, es gibt Führungsinstrumente, es gibt Techniken, es gibt Haltungen, die beschrieben werden überall. Wenn es ums Folgen geht, wird es weniger mit der Literatur und mit den Hinweisen. Dass eine Führungskraft eine hehre Aufgabe hat, etwas weniger gut ausgestattete Menschen zu guten Zielen zu führen. Aber da steckt ja viel mehr drin, nämlich eine Führungskraft ist dem Erfolg des Unternehmens verpflichtet, nicht nur dem eigenen. Und der Erfolg des Unternehmens ist immer, dass die Substanz des Unternehmens gestärkt wird. Da muss der Blick drauf gerichtet werden. Und die Substanz eines Unternehmens ist durchweg der Mitarbeiter. Das heißt, eine Führungskraft ist dafür verantwortlich, letztlich, dass nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren Führung durch eine Person, die Mitarbeiter, die sie sozusagen in Verantwortung hat, dass die weitergekommen sind. Dass die in ihrer Substanz, in ihrem Selbstvertrauen, in ihren Fähigkeiten, in ihrer Performance weitergekommen sind. Das ist die Aufgabe von Führung. Nicht sich darüber zu beschweren, dass die Mitarbeiter wieder alles bremsen oder Zeit kosten oder sonst etwas. Selbstbewusst und erfolgreich miteinander, das ist sozusagen, das Miteinander braucht diese beiden Dinge, um tatsächlich zu gelingen, da zu sein und im täglichen Arbeitsprozess wirksam zu sein. Selbstbewusstsein, das ist wichtig im Sinne von, dass ich erstmal weiß, wie ich selbst funktioniere, was meine Befürchtungen und Hoffnungen sind, was meine Brillen sind, die ich aufsetze, meine Haltungen, die im Hintergrund irgendwie tätig sind. Mir das bewusst zu machen, ist ein wichtiger Punkt, weil so viel wissen wir in verschiedenen Zusammenhängen, dass ich beim anderen immer nur das erkennen kann, was ich selbst bei mir schon erkannt habe und benennen kann. So, und wenn ich bei mir eine Menge weiß, von mir eine Menge weiß, wie ich funktioniere, dann weiß ich auch, wie Mitarbeiter funktionieren, weil es sind ebenfalls Menschen. Und das muss man auch nochmal sagen. Führen heißt ja nicht, eine gewisse Menge an Substanz, an Human Resources zu verwalten oder zu leiten oder in bestimmte Richtungen zu schicken, sondern heißt ja, ich gehe mit Menschen um. Und ich bin selbst auch ein Mensch. Also geht es bei Führung immer darum, wie gehe ich als Mensch mit anderen Menschen um? Wie schaffe ich es, dass diese Menschen folgen wollen? Nicht, wie schaffe ich es, dass sie in irgendeiner Form sich begnügen mit einem Tun, das gerade ausreicht, um den Alltag sich bezahlt erscheinen zu lassen, sondern wie schaffe ich es, dass diese Menschen mit Freude in mir folgen, weil ich etwas verkörpere für sie, was lohnenswert ist. Und das kann durchaus sein, dass ich über Orientierung verfüge, dass ich in Kontakt stehe, dass ich kommuniziere, dass die Menschen merken, dass ich sie ernst nehme. Diese Dinge, die sind wichtig. Das ist Führen. Alles andere ist Verwalten oder, manche sagen, Managen, Organisieren. Jemand sagt mir, ist das nicht Sozialpädagogik, die hier beschrieben wird? Ich sage, nein. Und wenn, dann wäre sie hilfreich. Was ja auch schon mal ganz schön ist. Es geht darum, den Alltag zu erleichtern, selbst Zeit zu gewinnen, selbst Gestaltungsraum für sich zu finden und zu gewinnen, statt, wie es immer wieder heißt, in zu eng getakteten Räumen zu viel machen zu müssen. Es geht darum, Zeit für Besinnung zu haben, Zeit für Kontakt zu finden, Zeit für Kommunikation. Wobei Zeit keine Räumlichkeit ist oder keine Quantität ist, sondern es ist eine Qualität. Ein Mitarbeiter, der sich verstanden fühlt, versteht mich, wenn ich sage, ich habe keine Zeit. Ein Mitarbeiter, der seit langem versucht, mich zu erreichen und hört, ich habe keine Zeit, der weiß, ich habe keine Zeit für ihn. Und er wird es weiterhin versuchen, an meine Zeit zu kommen und er wird es schaffen. Menschen schauen immer erst einmal durch ihre gewohnten Brillen auf das, was passiert. Wenn ich sage,
dass ein neuer Blick auch eine neue Wirklichkeit erzeugt. Dann steckt die Verantwortung bei demjenigen, der blickt und der Brillen hat. So, das heißt, ich muss wissen, durch welche Brille ich schaue. Und da muss ich mich entscheiden, ob dieser Blick mir reicht für das weitere Leben, wenn ich weiß, Mitarbeiter sind eben so und so, und dann gucke ich da hin und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Das ist, man könnte es was sagen, ein bewusstloses Umgehen mit den eigenen Potenzialen, auch mit denen der Mitarbeiter. Wenn ich aber, sagen wir mal, neugierig bin, das heißt, wenn ich von verschiedenen Standpunkten aus einen Mitarbeiter, die Mitarbeiter oder meine Kollegen oder auch meine Chefs anschaue, dann stelle ich fest, dass sie nicht einfach Bildern entsprechen oder immer wieder in Schablonen passen, sondern dass ich eigentlich hinschauen muss im Sinne einer Entdeckung, im Sinne einer neuen Wahrnehmung oder auch im Sinne von Selbstgefährdungen. Ist das, was ich sehe, tatsächlich einfach so in die Schubladen zu schieben, die ich habe, oder muss ich vielleicht eine neue aufmachen? Und das ist das Spannende dabei, wenn ich mich traue, mal anders hinzuschauen. Das geht aber nur, wenn ich die Notwendigkeit einsehe, anders hinzuschauen, damit vom Blickwinkel aus auch tatsächlich eine neue Wirklichkeit, eine andere Wirklichkeit sichtbar ist. Und das ist Tagesgeschehen. Das ist nicht der große Akt, den ich am Wochenende beschließe, am Montagmorgen durchführe und dann sieht die Welt anders aus, sondern das ist tagtäglich so. Das heißt, wenn ich erlebe, dass ein Mitarbeiter zum 15. Mal mit der gleichen Frage kommt, da muss ich ihn nicht für doof halten, sondern muss ich mich fragen, welche Antworten habe ich gegeben? So, und diesen Blick, dieses Selbsthinterfragen auf einer ganz einfachen täglichen Ebene, das ist das, was interessant ist und was letztlich etwas bewirkt, weil alles andere ist Wiederholung, lässt sich immer auch als Erfolg verkaufen, aber ist nichts, was gestaltet oder was nach vorne bringt oder tatsächlich bewegt. Das könnte man ja auch zum Begriff des Führens hinzufügen, dass es letztlich darum geht, Menschen zu bewegen. Weil Führen und Folgen ist ein Bewegungsvorgang. Also, das heißt also, eine Führungskraft bewegt sich, damit andere folgen können. Und man kann sich das gut als Bild vorstellen. Führen findet vorne statt. Nicht irgendwie in der Gemengelage. Führen heißt nicht, ich schiebe. Führen heißt nicht, ich erpresse. Führen heißt nicht, ich locke oder ich richte einen Appell an jemanden, sondern Führen heißt, ich gehe voran. Das bedeutet immer, dass Menschen folgen können. Wenn sie es denn wollen, tun sie es auch. So, wenn sie es nicht anders können, tun sie es auch, aber es ist kein Folgen, sondern es ist mehr ein organisatorisches Erfüllen von Unausweichlichkeiten. Heißt also, immer dann, wenn ich bewegen will, etwas oder jemanden, muss ich mich bewegen und nicht hoffen, dass ein anderer das aus sich selbst heraus tut. Das ist vergeblich, durchweg. Es gibt ja im Zusammenhang mit Führung, mit Führungskräften ein seltsames Phänomen, nämlich, dass Führungskräfte durchweg auch Mitarbeiter sind. Der Teamsprecher verantwortet sich vor dem bei der nächsten Ebene, der Abteilungsleiter vor dem Bereichsleiter, der Bereichsleiter vor dem Gebietsleiter und so weiter und so fort. Das heißt, jemand, der gerade mit einem Mitarbeiter gesprochen hat, steht gleich in der nächsten Sitzung einem Vorstand oder einer anderen Führungskraft gegenüber und macht das, was ein Mitarbeiter tut, nämlich folgen oder aber folgsam sein, wenn es eine autoritäre Situation ist, oder aber einen Raum selbstständig füllen müssen, den ein anderer bestimmt. So, und dieser Zusammenhang zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, die quasi in einer Person vorhanden sind, dieser Zusammenhang ist seltsamerweise wenig Führungskräften bewusst. Sie sind, wenn sie Führungskraft sind, hauptsächlich Führungskraft und sie bekommen gar nicht mit, dass sie zwischendurch als Mitarbeiter genau den Mist machen, den andere Mitarbeiter in ihrem Bereich machen oder aber auch genau diese Freude bereiten, je nachdem, wie sie drauf sind. Und ich glaube nicht, dass mit fortschreitenden Rängen nach oben das Selbstbewusstsein im Sinne des Bewusstseins steigt, sondern mit das Selbstbewusstsein steigt, dass ich mich nicht weiter kümmern muss.
Es gibt immer wieder ein kleines Missverständnis, man müsste eher sagen ein großes, weil es große Konsequenzen hat. Häufig denken Menschen, dass es gut ist, was sie getan haben, und zwar deswegen, weil sie es gut gemeint haben, weil sie eine gute Absicht damit verbunden haben. So. Und was sie sich nicht klar machen, ist, dass die Wirkung zählt. Wenn ich jemanden beleidigt habe, kann ich mich auch ausreden damit, dass der andere sehr sensibel ist, zu sensibel, dass ich es nicht so gemeint habe und dass man die Sache aus dem Zusammenhang gerissen hat und so weiter und so fort. Fakt bleibt aber, dass der andere sich beleidigt fühlt oder ausgegrenzt fühlt, gemobbt fühlt und so weiter. Das sind Gefühle. Und damit muss ich mich auseinandersetzen, weil das ist das, was faktisch vorhanden ist. Ein Gefühl, was den Arbeitsablauf oder den Tagesablauf stört. Wenn ich jetzt sage, habe ich nicht so gemeint, der soll sich nicht so anstellen, verankere ich dieses Gefühl. Und ich verankere auch eine ganz bestimmte Beziehung. Nämlich die, dass jemand weiß, dass ich nicht zuhöre oder dass ich nicht die Souveränität habe, mich zu entschuldigen und Ähnliches mehr. Das heißt, worum es geht, ist, ich habe auf meine Wirkung zu achten. Nicht darauf, dass ich ein ganz toller bin und es gut gemeint habe. Und dass ich leider Mitarbeiter habe, die zu sensibel sind. Wirkung. Wenn es um den Zusammenhang geht, dass sowohl führende wie folgende Menschen sind, und wir immer wieder sagen, der Zusammenhang liegt im Menschsein, so, dann müssen wir ja auch wissen, was die Menschen dazu bewegt, sowohl das Führen wie das Folgen als Grundlage zu haben im täglichen Tun. Weil es ist ja nicht nur beschränkt auf Industrie- und Handelskammer und sonstige Verbände oder Unternehmen und Ähnliches, sondern es geht ja auch um Familie. Auch dort geht es darum, dass Kinder folgen sollen, dass Menschen Orientierung vorgeben. Das gibt es in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Man spricht auch davon, dass man ein Gespräch führt und so weiter. Was heißt das also? Es bedeutet, dass ich zum ganz einfach, dass ich den anderen ernst nehme erst einmal, dass ich hinschaue, wer ist da, dass ich mich auch bemühe herauszufinden, was ich selbst will in diesem Gespräch oder in diesem Zusammenhang und was der andere will. Und dass ich mir bewusst mache, dass wir soziale Wesen sind, die von ganz einfachen Bedürfnissen gesteuert sind. Man möchte gern beachtet werden, man möchte für den anderen vorhanden sein, man möchte, dass jemand sich interessiert für mich. Das sind keine Nettigkeiten des sozialen Alltags, sondern sind tiefgreifende Bedürfnisse. Wenn man sich das jetzt einmal vorstellt, ich möchte, dass jemand Zeit für mich hat, dass sich jemand interessiert, dass jemand mich beachtet, dass jemand mich wertschätzt, dass jemand mir eine Orientierung gibt, sich deutlich macht mir gegenüber. Wenn ich das alles sehe, dann stelle ich fest, das findet im Führungsalltag statt, eigentlich. Aber es findet meistens nicht statt. Unter anderem deswegen, weil wenig Führungskräfte wissen, dass das existenziell notwendig ist, zwischen Menschen, nicht nur zwischen Führenden und Folgenden, aber gerade im Zusammenhang von Führern und Folgen ganz wichtig ist. Joachim Bauer sagt zum Beispiel, dass Motivation letztlich nichts anderes ist als die Aussicht auf Beachtung, auf Zuwendung, auf Wertschätzung. Die Aussicht auf. Es muss nicht jeden Tag jemand bei mir auf dem Schoß sitzen. Es reicht die Aussicht auf. Und das ist etwas, was sich allmählich im täglichen Miteinander herauskristallisieren muss. Vertrauen nämlich. Ja, Zeit. Mitarbeiter kosten Zeit. Das gibt es schon mal, dass das gedacht wird. Im Grunde ist es so, dass das Nichtbeachten des Mitarbeiters oder das Funktionalisieren des Mitarbeiters dafür sorgt, dass ich als Führungskraft mehr zu tun bekomme, weil ich muss mich mit den Abweichungen befassen, ich muss mich mit den Krankmeldungen befassen, ich muss mich mit Kündigungen befassen, ich muss mich mit nicht eingehaltenen Terminen befassen und so weiter und so fort. Wenn ich es als Führungskraft schaffe, dass Menschen sich verstanden fühlen, dann habe ich eine Qualität erzeugt. Wenn ich es als Führungskraft schaffe, dass Menschen mir folgen wollen, so, dann
bin ich sozusagen frei von dieser quantitativen Auslegung der Führungsrolle. Ich bin in der Qualität. Und das weist auch darauf hin, dass Führen eine Qualität ist. Eine Qualität, die zwischen Menschen entsteht, wenn sie ja, beachtet werden. Und das gilt auch für Führungskräfte. Die wollen auch beachtet werden von Mitarbeitern. Die wollen auch von Mitarbeitern mal hören, dass es ganz tolle Leute sind, mit denen sie da zu tun haben. Die wollen auch hören, dass sie was richtig machen. Weil von ihrem Chef kriegen sie es möglicherweise auch nicht. Also es ist eine Gegenseitigkeit zwischen Menschen. Und Führungskräfte, die sich von ihren Mitarbeitern geschätzt fühlen, denke ich, werden weniger Arbeit haben, werden weniger Probleme mit der Zeit haben, weil keine Zeit haben ja auch erstens einmal nur eine Haltung ist gegenüber anderen Menschen. Letztlich übersetzt heißt es, ich habe keine Zeit für dich, sondern nur für andere Dinge. Und wer das gegenüber Mitarbeitern macht, sorgt dafür, dass die sich ihre Zeit und damit meine Energie auf anderem Wege holen. Zum Beispiel dadurch, dass sie nicht nur knapp nicht rechtzeitig fertig werden und dass ich wieder einspringen muss, am Wochenende gerne. So viel zur Zeit. Eine Freundin hat gesagt, das ist aber hochkomplex, was du da verlangst von anderen Menschen, von Führungskräften, was sie alle im Blick haben sollen, was sie alles beachten müssen, wie komplex andere Menschen sind und dass dafür weder Zeit noch Energie reicht, das im Tagesablauf einzuplanen, zu tun. Und für mich heißt es ja, ich habe das angedeutet, dass die Qualität zählt. Das ist eine Qualität, die ich erzeugen will. Und dass Menschen, die neu in Führungsverantwortung treten, dass die von vornherein wissen, dass Führung nicht nur ein Management von Ressourcen ist. Und deswegen ist dieses Buch etwas für Leute, die Frischling sind, die neu hineinkommen in diese Verantwortung. Es ist aber genauso gut ein Buch für Menschen, die merken, dass die Erfolge, die sie irgendwie erreichen tagtäglich, dass die nicht mehr reichen zur eigenen Zufriedenheit. Die also etwas hinterfragen wollen. In diesem Sinne ist es ein Buch für selbstbewusste Menschen, die merken, dass das, was sie in ihrem Alltag machen, nicht den Effekt hat, den sie sich wünschen. Dass Unzufriedenheiten da sind bei sich selbst, bei den Gegenübern und dass sie spüren, dass mehr möglich ist. Die sehen, dass Motivationen verkümmern, die sehen, dass bestimmte Entwicklungen nicht stattfinden oder aber sie sehen, dass bestimmte Entwicklungen ganz einfach stattfinden. Und wenn sie dem nachspüren, können sie feststellen, dass es auch mit ihnen zu tun hat. Das zu verstehen ist wichtig. Nicht sich zu freuen, dass man aus Versehen einen Hit gelandet hat, sondern das zu verstehen ist wichtig. Und dazu gibt dieses Buch mancherlei Hinweise. Das bedeutet natürlich auch, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht schlucken muss, im Sinne von, da mache ich etwas, was nicht unbedingt hilfreich ist für mein eigenes Tun. Und dann denke ich, gibt es genügend souveräne Leser, die sagen, genau das ist der Punkt, worum es geht. Das ist keine Sozialpädagogik, sondern das bedeutet Eigenständigkeit, erwachsene Verantwortung. Auch das gehört zur Führung.